Genug geregnet. Reicht wieder. Alexa, wie viel Grad haben wir in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 2 Grad Celsius. Yes. Heute wird eine Höchsttemperatur von 12 Grad erwartet. Hab heute einen schönen Tag. Danke dir. Dir auch. Was denn? Wo ist denn Lion? Wo ist hier Lion in meiner History da? Das können wir auch anlassen, scheißegal. Ja, genau, das war meine Freundin, lol. Ja. Beste. Das war Alexa, die lebt bei mir. Der WTF-Ordner hat immer so viele Dateien, wie Rio man hat. Also passt es doch, Humas. Ist immer noch, sogar zu viel. Scharflinge. Bitte drücke auf Spielen, um das Spiel zu starten. Okay. Alter, aber das ist ja hell hier. Also wenn ich hier sitze, kann ich gar nicht Licht anhaben. Mit meiner Fresse hier, das ist blendend total. Erstmal eine Runde Kakao trinken hier. Beste. It's a lion, man, it's a lion. Gleich Essen machen, entspannt essen. Und dann durchstarten. Ein paar Stunden haben wir ja. Ein paar Minuten. Heute keine Servererwartungsarbeiten, deswegen haben wir mehr Time. Deswegen haben wir mehr Time. Ach du Scheiße. So. It's Andromeda. Nochmal leiser gemacht hier, weil das ist immer so laut. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist immer so laut, ey. Kranke Scheiße. So. Was ist mit der Herzfrequenz? Steht die nicht da? Habe ich die nicht eingeblendet oder was? Geht das nicht oder wie? Irgendwie nicht, oder? Also. Natürlich. Darkface. Nuklear? Sollte ich keine haben? Wieso sollte ich keine haben? Nuklear! Na klar. Schon aus dem Bett heute zocken. Moin. Der Axel am Start. Was geht? Oh, heute mal Bad Alien Stream. Beste Leben, Alter. Das mache ich 2 Minuten und dann rege ich mich auf, weil ich nicht steuern kann. Ich habe hier keine Maus. Ich habe so ein, wie nennt man das? Knubbel da. So ein, irgendeine Scheiße halt. Und mit so einem Rad habe ich da was. Axel, was ist denn mit dir? Digga, was ist denn mit Ihnen? So, Beste. So. Schade, das hat einmal nicht geklappt, hey. Wie kann ich denn hier drücken? Ach, hier. Ich versuche gerade die Tasten auf dem komischen Tracking Ball da herauszufinden. Oh, habe ich gestern vergessen? Habe ich gestern vergessen? Scheiße. Gestern einfach vergessen. Aber ich kann ja nochmal alles kaufen. Früher konnte ich jeden Tag alles kaufen hier. Verstehen, ne? Da konnte ich jeden Tag alles kaufen hier. Ja. GexTV hat die Autorität der eigenen Position geändert. So, dann. Ich freue mich auf weitere Drops. Dann kriegen wir hier. So, da geht's wieder los. Erhalte Drops. Jawohl. Drops Beste. Kann ich Spiele anmachen? Ton eigentlich richtig, ja. So, abholen. Okay. Na dann. Läuft bei uns hier. Was blinkt denn da noch? Überall blinkt wieder alles, ey. Das kannst du nicht vorstellen. So. Ja, so. In einer Stunde kriegen wir wieder. Hoffentlich wird es heute Taschen, ey. Inventarplatz plus 8 muss es heute werden. Das wäre halt ultra. Lol, okay. What the fuck? Hast du. Das ist wild. Das ist wild, sage ich euch. So. Na gut, ich stehe dann auf. Haben wir schon mal angemacht. Dann stehe ich mal auf. Zack. Zack. Das ist bei dir schwer. Komisch, irgendwie Darkface, irgendwie kaputt. Das tut mir leid. Und dann Drops. Bei dir. Das Gute ist, ich könnte mich theoretisch, wenn es mir wirklich nicht so gut geht, könnte ich mich doch ins Bett legen. Ein bisschen. Ich kann es da nichts lesen. Also ein bisschen kann ich lesen, aber die Quest nicht. Aber zum stupide Grind vielleicht auch. Ich hatte ja so verstanden, dass du nichts bekommen hast bis jetzt. Ich dachte, du hast gar nichts bekommen. Ui, Baustelle schon aktiv, ey. Krasse Scheiße. Baustelle ist da. Going next to me. Küche. Bist du denn sicher, dass du den richtigen Account doch nicht angemeldet hast bei Kakao? Ja, ich bin hier unterwegs hier. Ob du den richtigen Account bei Kakao Games auch angegeben hast? Es gibt ein paar Outfits und sowas. Stand gestern alles in den Patch Notes. Moin Kasu. Gibt's ein paar Outfits, die du kaufen kannst und irgendwelche Aufsteller hier. Soll ich einen, okay? Spin kurz, Küche, Klo, Bad. Bin erst jetzt aufgestanden, also musst du doch im Laufe des Tages irgendwann rasieren, duschen, wenn's geht, wenn ich Kraft hab. So. Also von 2 bis 6 Uhr lag ich jetzt im Bett und mal gucken. Bisschen gepennt und jetzt geht's weiter. Muss aber trotzdem immer mal wieder AFK, weil ich muss halt mal ab und zu, ne? 24-7 Stream. Kann nicht 24-7 hier sein. So, wir feiern bald 30 Tage. Um 8.46 Uhr. 29 Tage, 22 Stunden und 13 Minuten haben wir. Alexa, setze Timer 5 Minuten. Was soll ich hinzufügen? Setze Timer 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. Komm gleich. Ich glaube, ich bin langsam als Waller beim Farmen. Ich weiß nicht genau. Zumindest jetzt, wo ich bin. Muss nur mal kurz Küche. Ich glaube, dass andere super schnell sind und ich bin etwas langsamer noch. Da brauche ich noch ein paar Fähigkeiten. Beim Essen machen. Ich bin gerade nebenbei beim Essen machen. Die Baustelle gibt auch schon ihr Bestes. You're now AFK. Das ist aber nicht nett hier. So. Das ist aber nicht so nett, dass ich hier AFK einfach geflaggt werde. Besser AFK als... So. Morgan, let you chill. Was geht?
Ich bin gerade aufgestanden. Von 2 Uhr bis 6 Uhr war ich im Bett. Bisschen gepennt, aber schon noch ultra müde. Aber es geht jetzt. Einfach muss weitergehen. Show must go on! Muss weitergehen. Und alles for the horde. Spätdienst, dann hast du ja Zeit zum Zocken. Sehr geil. So, bin gerade nebenbei noch am Essen machen, ein paar Sachen noch hier erledigen. Naja, grinden. Na klar. Gestern habe ich nicht so viel geschafft durch die Server down. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Ist ja doch wild. Irgendwann muss ich heute mal zwischendurch duschen, ein paar Sachen noch erledigen. Lass doch ein bisschen was liegen in letzter Zeit. Aber show must go on. Ist das, was ich meine? Weiß ich nicht. Ich nutze Azure. Beste. Ja, du brauchst irgendwie die Steine höher oder so. Und dann wird das schon gehen. Das frage ich mich auch, aber ich hoffe, das geht. Das geht ja bei anderen auch. Der eine im Video, wo ihr gesehen hatten aus Korea, der hatte ja 350 Punkte. Ey, das kannst du ja vergessen. Der hatte ja voll legendäres Gear mit 49. War ich gestern schon. Einmal eine Stunde, genau 14,4% gemacht. Wenn ich das 8 Stunden machen würde, 7-8 Stunden, hatte ich Level Up. Also 14,4% in einer Stunde, ohne extra Buffs. Dann war ich gestern eine halbe Stunde nochmal drin, mit XP und Goldbuff. Hab nicht so viel gemacht, weil es war so viel da los. Es war überfarmt hier. Runensteine ging, glaube ich, bloß bis 6, ne, haben wir gesagt, oder? Ich muss gerade noch ein paar Sachen hier erledigen. Muss ich eh mal demnächst noch ein paar Sachen machen, ey. Krass, das kann ich, weil ich das alles nebenbei machen soll. Alexa, wie lang ist der Timer? Es ist kein Timer gestellt. Hä? Ich habe doch vorher 5 Minuten gestellt, oder? Chat, willst du mich verarschen? Ich habe doch vorher einen Timer gestellt, lol. Imagine. Das ist frech, sage ich euch. Das wird kalt. Das ist eigentlich, glaube ich, was haben wir vorhin gesagt? Das ist ungefähr 0, ist 0 Grad hier, oder? 2 Grad, 0 Grad? Habe ich mal gerade aufgemacht. Baustelle ist schon wieder am Rodeln hier. Kann man sich nicht vorstellen. Alexa, Timer stopp. Schau mal, sie sagt, es ist kein Timer und dann klingelt sie. Wild, oder? Boah, aber krieg mal ein T5-Teil. Krasse Scheiße, imagine. Hört mal kurz, wenn ich hier noch koche und ein paar Sachen machen muss. Wie geht es mit dem Luminous-Kampf da? Das hier oder was? Dann kann ich ja kurz hier, wenn ich noch Essen mache. Aber wenn ich das jetzt starte, läuft es weiter, wenn ich es abbreche. Und ich jetzt, sagen wir mal, ich mache es jetzt 10 Minuten, weil ich jetzt Bock habe auf. Ja, 10 Minuten muss ich noch ein bisschen was machen und dann kann ich da oder. Oder läuft es dann weiter? Wie ist das? Kannst nicht starten, ja, das ist vielleicht gut geschrieben. Wie, das sind jetzt zwei verschiedene Antworten. Wie jetzt? Verstehe nicht. Deine sagt, ich kann nicht starten, andere sagt, es wird gut geschrieben. Also es bleibt verarschen oder was? Hä? Wie, weil du keine Mobs bisher gegrindet hast? Wieso kann ich den Luminous-Kampf nicht beginnen? Du hast 0 Sekunden auf dem Konto. Ach, da muss man, ich weiß nicht, wie das funktioniert, da müsste man das mal erklären. Also ich muss jetzt Mobs töten, damit ich das Vieh hier auflade und dann habe ich eine gewisse Zeit. Achso, okay. Das ist ja doof. Ja gut, ich dachte, wenn ich jetzt noch 5 Minuten, also ein paar Minuten Essen mache oder so, oder kurzes Wart, ist halt schwierig. Wie für 30 Tage? Ich zock doch auch. Hä? Ist von gestern keine Energie? Ich zock doch jeden Tag meine vielen Stunden. Also sind da von gestern und von den ganzen Tagen nichts drin? Also wenn ich jetzt zum Beispiel um 2 Uhr in der Nacht ins Bett gehe, bis 6 Uhr im Bett liege, kann ich das nicht machen, weil ich habe noch nicht gegrindet. Ja gut, das kann ich ja dann eh nie machen. Ich dachte, jetzt kommen wir 10 Minuten, wenn wir hier kurz noch ein bisschen was machen müssen. Okay. Ja, dann machen wir das so. Ich muss ja sowieso nachher mal duschen, dass ich jetzt sowieso farme und grinde und was weiß ich. Und dann nachher gehe ich ja duschen ein paar Minuten, dann währenddessen. Okay. Ja, ich wollte es ja nur testen hier. Klang halt in der Theorie gut. Okay. 10 Mobs hauen, echt? Das ist schon wenig, oder? Du kannst statt 4 Stunden sogar 8 Stunden kämpfen. Stellen Sie, gibt dir jeden Tag Vollaufladung 2 Uhr. Also mit dem Premium, okay. Dann gehen maximal 8 Stunden. Also wenn ich voll aufgeladen habe, gehen maximal 8 Stunden, okay. Das ist ja wild. Okay. Ich dachte, das kann man halt unendlich machen. Okay, dann ist es halt doch nicht so ein Ding. Da musst du schon spielen dafür. Okay. Ja, das ist ja gut. Die sind jeden Tag offen, nur zu bestimmten Uhrzeiten. Die haben halt Öffnungszeiten, so wie Geschäfte. Du musst dann immer hier gucken. Ab 10 bis 11, 13, 14, 16, 17, also die sind nicht den ganzen Tag offen. Bin mir auch nicht sicher, was das soll und so, aber ja gut. Halbes Geschäft hier. 10 bis 11 ist offen, ja. Und dann wieder von 13 bis 14. Gab sowas bei BDO auch? Ich habe gestern den Drachengarten. Auf Level 42 hatte ich keine Chance. Also da konnte ich das machen mit dem Frost, mit dem Feuer, aber es mit Gift keine Chance.
zu viele PvPler. Der Boss stand auch da, zu viele PvP, hab gar keine Chance gehabt. Komm ich in die RVR-Zone tot. Gar keine Chance. Da warten dann immer, keine Ahnung, 5, 6 oder 3 dieser anderen Typen. Und Non-Horde da. Also, ganz wild. Also ich hab die Quest dann nicht fertig machen können. Schade, es war so viel los. So, Moment. Ich muss ja nebenbei noch, also, Moment. Essen noch machen. Krass. Also, Moment. Alexa, setze Timer 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. Alles klar. Also die ersten Streamtage hat super geklappt. 3-4 Stunden am Rechner, 1-2 Stunden im Bett. Dann bisschen ins Bad, dann ins Klo, dann Küche. Aber jetzt irgendwie, das ist ganz wild die letzten Tage. Ganz wild. Nur noch Elaine hier. Aber dennoch gucken hier immer wieder. So, nein. Aber gut, ich habe sowas noch nie gemacht, so einen langen Stream. Wir kommen heute an die 30 Tage. Moin. Wir haben um 8.46 Uhr 30 Tage. Das heißt, wir werden dann 30 Tage Party machen, Kappa. Moin. Okay. So. So, Essen ist schon am Ofen. Essen ist schon in Progress. Sag so, wie es ist. Essen ist schon in Progress. Und dann gemütlich essen. Und dann starten wir. Kann man entfernen? Ja. Hatte ich auch das Problem am Anfang. Hier gehst du auf Anlagen platzieren / entfernen. Genau. Platzieren / entfernen steht hier. Dann klickst du auf das B drauf. Und dann kannst du hier bewegen, abreißen oder abbrechen. Hier, also quasi im Baumenü. Kein Problem. Ich hatte am Anfang viermal den Blumengard platziert und dann stand ich auch erstmal doof da. Das habe ich erst am zweiten Tag dann verändert. Sicher, Mobs, hast du den von Nvidia geladen? Are you sure? Klick doch mal auf den leeren Desktop. Also auf so einen leeren Desktop und mach rechte Maustaste Nvidia Systemsteuerung. Da steht dann der Treiber. Welche Version? Nicht, dass dir Windows halt die alte Version drauf getan hat. Ich weiß halt nicht genau, was ich weitermachen will. Deswegen mache ich alles halt mal so zwischendurch. Also, ich mache alles. Kräuter, Bergbau, was auch immer es gibt hier noch. Guten Morgen, Fuwa. Geht die Seite wieder? Mit kann man die Drops wiederholen? Weil die ist ja noch in Wartungsarbeiten. Oder war in Wartungsarbeiten. Moin, Shoyoko, was geht? Offen wie was, genau. Also ich weiß ja nicht genau, was ich mache, welchen Beruf ich dann weitermache. Erstmal bin ich im PvE-Grind, dann bin ich dabei, das Spiel zu verstehen und dann bin ich jeden Tag dabei zu überlegen, was kann ich besser machen, damit ich schneller grinden kann, wie komme ich das hin, was für Skillung, was für Ding. Also ich bin halt so noch gar nicht angekommen, muss ich sagen. Gleich müsste der Timer gehen, dann muss ich nochmal kurz Küche. Ja, bei mir war das auch so. Chrome ging die ersten 2 Tage, dann habe ich Microsoft Edge probiert, dann ging das auch für einen Tag und dann habe ich einen anderen Microsoft Edge probiert. Ich habe da die normale Version und die Portable drauf. Und die Portable geht jetzt. Also genau, anderen Browser probieren. Aber es war ja gestern noch in Wartungsarbeiten. Alexa, Timer stopp. Ja, ich glaube, die werden da einiges umbauen und fixen oder so. Auch allein wegen dem Chicken Pad und anderen Sachen. Die machen das schon, sind jetzt ein bisschen im... Die haben jetzt Arbeit. Also lieben ist da vielleicht ein bisschen übertrieben. Weißt du? Genau. Und das ist bei einigen mit dem abgelaufen. Von daher müssten die halt irgendwas machen. Ja, da muss man denen Zeit lassen. Gestern 4 Stunden sich um die Server gekümmert. Die haben einen Patch draufgezogen. Dann haben sie gesagt, sie machen noch ein paar Stunden die Webseite. Ja, die kümmern sich, das ist gut. Da müssen wir nur ein bisschen Geduld mitbringen und dann klappt das alles. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So. Gut, kurz Küche, muss noch mal schnell hier, zack, muss man gleich schauen, ich habe ja auch des Tages, oder den Drop habe ich dann bald, wir sind ja schon eine Weile hier drin, und dann, ob das alles funktioniert, bin hier mal gespannt, genau, also, ist ja eigentlich gut, dass so viel Andrang ist, mit Andrang gibt es auch ein paar Probleme, von daher, wird das schon, meint ihr jetzt schon eine Support anschreiben? Ja, das ist komisch, gell? Weil du auch schreibst, im Opera lief bei dir wunderbar und jetzt auf einmal Chrome. Ich weiß nicht genau, was da ist, aber ja, das werden wir schon rausfinden. Und wenn nicht, dann nutzen wir mal ein paar Browser. Schade uns ja auch nicht. Verzichten hat noch eine Miete. Ja, es ist ja irgendwie so, dass du irgendwie die Pads fusionieren musst. Dann brauchst du halt viele, keine Ahnung. Wie das da alles gedacht ist, da bin ich auch noch ein bisschen neu im Geschäft, sag ich mal. So, kurz Küche. So, Alexa, der Timer 3 Minuten 30. Also Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie ist die Frage jeden Tag, aber ich weiß ja nicht genau, ob das so ist. Ich glaube, man bekommt irgendein Pad beim Questen, aber wo und wann kann ich dir echt nicht sagen. Oder? Bekommt man denn sonst gar keins? Nur für die 3 Stunden? Halt nix? 0, nix? Nur 3 Stunden oder was? Ja, das ist glaube ich, bei den ersten 2 Quests oder so. Das ist wild. Ach so, stimmt. Aus dem Stream Drop.
Ja, stimmt, da kann man ja dann warten. Halt. Das geht ja noch bis 8. November. Bis 8. November hat man noch die Chance, einmal am Tag eine Kiste zu kriegen und dann. Also, man hat nicht die Chance, man kriegt jeden Tag eine Kiste. Und daraus hat man die Chance, Sachen zu kriegen. Inventarplatz, Bankplatz und so weiter. 37 und nichts, okay. Ja, okay, dann geht. Ist das denn nur das Chicken? Mit Freundschaftsmarken kannst du dir jetzt eine Katze holen. Dauert halt. Also, da hat man zumindest ein Ziel, sich was zu erspielen. Das ist doch nicht schlimm, glaube ich, oder? So, machen wir noch Essen gleich fertig. Essen wir und dann können wir starten. Muss immer noch ein paar Sachen hier erledigen. Bei 24-7 Stream versuche ich halt alles so gut wie möglich on Cam zu machen. Aber alles geht nicht. Nachher noch auch duschen, rasieren. Das können wir dann wieder mit Mikrofon machen, aber ohne Kamera. Wie ist denn das eigentlich mit diesen... ich habe am Anfang, in den ersten Tagen, habe ich immer genug von diesen Lorbeerkranzstück gehabt. Dass ich dass ich die zwei Sachen plus den und dann kaufen konnte. Aber in letzter Zeit kriege ich nicht mehr so viele. Hast du alle Drops? Wunderbar. Stolz auf dich hier. Was habe ich denn anders gemacht vor ein paar Tagen als jetzt? Warum kriege ich jetzt weniger? Und ich kann das alles nicht mehr kaufen. Ich habe mir immer dann zwei Lorbeerkränze, transzendenter Stein geholt, zwei Schlüssel der Lohnkiste und Erinnerung ans Momentum. Die habe ich mir jeden Tag geholt, die ersten paar Tage. Und jetzt seit einigen Tagen geht's nicht mehr. Ich habe einfach nicht genug Punkte. Was habe ich anders gemacht? Ach so, okay. So wie mit den Luminous-Dinger. Haben sie jetzt gelockt, nur noch einmal die Woche? Also es war ja eigentlich so vorgesehen, nur noch einmal die Woche. Das war ja eigentlich so vorgesehen, nur einmal die Woche. Dieses Jahr. Vielleicht gekönnt. Ja, doch. Ich mache alles genau gleich. Ich mache jeden Tag meine Questbriefe. Ja, dann versuche ich meine 1 Stunde im Portal zu verbringen. Dann mache ich die Dungeons. Die habe ich jetzt nicht immer geschafft. Aber ich mache halt seit ein paar Tagen fix nur die Jagdquests. Gibt es denn bei den Nicht-Jagdquests vielleicht die Sachen? Die Jagdquests sind am entspanntesten. Du haust den Lorbeerkranz rein, du kürzt dann deine paar hundert Mobs und gut ist. Es kann sein, dass am Anfang etwas alles lockerer war und dass sie es jetzt ein bisschen begrenzen, weil sie ein paar Sachen vielleicht vergessen und übersehen haben. Es sind aber so viele verschiedene Arten an Währungen und Veränderungen von Rollen oder Systemen da, die man tauschen kann. Ich bin froh, wenn ich überhaupt ein bisschen was verstehe von dem. Ist mein Wecker? Ist jetzt noch nicht da, der Wecker, oder was? War der Wecker schon? Hast du davor offline gespielt? Oder sagst du 2 Stunden online, also seit 2 Wochen online? Schweinereien gemacht vorher? Ah ja. Mit den Verliesen habe ich am Anfang das so gemacht. Ich habe die auch immer gemacht. Aber dann haben mich halt die Quests dahin geschickt immer wieder. Die Wachstumsquests. Und dann habe ich halt... Warte ich jetzt, bis die mich halt dahin bringen. Sag ich mal. Ich warte, bis die mich halt dahin bringen. Also mache ich halt so selbstständig, nur wenn mir was übrig bleibt. An diesen Daily-Sachen. Welche Verliese machst du denn genau? Da gibt es dann doch mehrere. Vielleicht gibt es da eins, was lukrativ ist, was man machen kann am Tag, damit man, da muss man ja den Transzendenzstein nutzen, ne? Das sind ja andere lukrativer, als die ich mache. Ich mache einfach irgendwie random irgendwas dann. Mein 42er Solo-Dungeon, okay. Die ich vom Level her machen kann, die Solo-Verliese, okay. Ja, guck ich dann mal. So, nochmal kurz Küche. Alexa, setze Timer 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. GZ. Axel, GZ. Wer ist denn Braut? Haben Sie Braut? Einfach gequestet, die Wachstumsquest. Ich habe noch nichts gecraftet soweit. Das ist das Geile, du kriegst ja alles aus den Wachstumsquests raus. Genau, beim Dünenvorland. Du kriegst bei den Wachstumsquests, kriegst du im Dünenvorland, das ist so ein Portal, das ist bei so einem Baum. Da kriegst du immer, dass du reingehst und den Boss da töten sollst. Das ist der Boss, wo die Steine da sind. Und ja, da kriegst du immer. Das kriegst du immer 2 Ringe. Und die 2 Ringe, dann musst du danach, nach dieser Quest, musst du jedes Mal veredeln das. Kriegst immer die gleichen Ringe. Ohrringe habe ich noch keinen zweiten, wo ich anziehen kann, denn du darfst bestimmte Ohrringe nicht in Kombination tragen. Und du brauchst beim Schmuck immer 2-mal den identischen Schmuck, damit du upgraden kannst. Axel, das geht ganz anders. Es gibt, der Boss hat 3 verschiedene Schildphasen. Bei einer Schildphase beschwört er die Ads. Bei der anderen Schildphase slowt er dich, charge hin und tötet dich, wenn du nicht hinterm Stein stehst. Und bei der anderen Schildphase, das ist kurz bevor er das mit Stein macht, musst du das Schild kaputt machen, dann tut er deinen Stein nicht kaputt machen. Der Boss geht in die Mitte, tut dich so kurz ins Schild rein und dann musst du das Schild, dann musst du das Schild zerstören. Sein eigenes. Dann fällt er um und kann den Stein nicht zerstören. Somit hast du genug Steine und ich glaube, die spawnen sogar nach. Du darfst dem Boss den Stein nicht zerstören lassen. Bei dem Ads machst du die Ads kaputt, bei dem anderen Schild machst du ihn kaputt. Also haust du das Schild drauf und bei dem letzten Feuerschild, wo er so rummacht, macht er immer das mit und diesem Slowen und Chargen. 3 verschiedene, musst du nur anschauen, was er macht. Er macht immer das Gleiche. Und kurz bevor er das macht, mit diesem Unchargen, tut er auch so ein AOE um sich herum machen, darf er nicht getroffen werden. Mach das, ich frühstücke auch gleich, aber ich mach mal was Deftiges.
Denn ich esse jetzt und vielleicht Mittag und dann nicht mehr. Letztes Mal haben wir gegessen um 12 oder 1 Uhr gestern Mittag. Immer noch patchen, ja, das hat gestern schon ein bisschen gedauert. Da haben sie recht. Auch bei mir, wo ich eigentlich schnell runtergeladen habe. Aber der Download war ja gleich fertig. Nur er sagt, er macht irgendwas an der Platte, aber hat nichts gemacht. So. So, okay. Dann hole ich schon mal das erste Mampfen her. Das zweite muss ich dann nochmal. Eis. Alexa, setze Timer 5 Minuten. 5 Minuten ab jetzt. So, Hallo Rikes. Oh, Black Desert 2.0 mies. Ja. Findest du? Schon gespielt? Ich find's sehr geil. Ich hatte damals Black Desert 2 Tage gezockt. War nicht so lang meins. Ich habe halt WoW gezockt und das reicht dann. Jetzt zocke ich halt WoW Mittwoch bis Sonntag. 18, 19 bis 23, 24 Uhr. Und davor und danach zocke ich, was ich will. Und das ist momentan das hier. Sehr geil, macht Spaß. Und ich glaube, es ist nie schlecht, einen zweiten Teil auszubringen, so wie du schreibst. Denn WoW läuft mit 16 Jahren mit dem ersten Teil. Und langsam, ne? Ist auch komisch. War doch so ein Krampf mit dem Verstärken. Was heißt das? Nee, New World ist gar nichts für mich. Das ist genau das Gegenteil, was mir gefällt. Ich habe New World, ich bin da, bevor ich überhaupt, ich habe mich jetzt nach 7 oder fast 8 Jahren überhaupt nochmal an MMO rangetraut, nach WoW. Und da tue ich mich halt davor wirklich informieren, lesen, Test schauen, Trailer natürlich auch, aber und alles mögliche. Das habe ich bei New World auch gemacht, hier habe ich 6 bis 8 Stunden Videomaterial angeschaut, 1 bis 2 Stunden eingelesen, ein bisschen überlegt, eine Nacht drüber geschlafen und dann gedacht, okay, was mich hier geholt hat, ist das Solo Dungeon. Du kannst alleine Dungeons machen. Ganz viele Solo-Aktivitäten. Gigantisch. Ich komme von WoW, ich raide da 5-mal die Woche und raide mit ganz, ganz vielen Leuten. Und hier kann ich das Ganze solo machen. Kann aber natürlich auch mit den Leuten das machen, je nachdem. Dann 1 gegen 1 Arena. Kriege ich so auf die Fresse, werde ich noch üben. Also Solo-Dungeons, 1 gegen 1 Arena. Geile Animationen. Sehr, sehr heftige Kombination, was die ganzen Fähigkeiten angehen. Das reicht mir. Und NW, was ich mir angeschaut habe, bist du 24-7 am Farmen und Holzhacken und das ist dann nur noch PvP und du hast kaum was im PvE mit Dungeons oder sowas. Von daher hat das mich abgeschreckt, das mit dem ganzen Craften der Rüstung. Ekelhaft. Habe ich keinen Bock drauf. Lieber tue ich ein bisschen kloppen hier und fertig. Das Kampfsystem, muss ich sagen, hat mich schon ein bisschen interessiert für New World, aber dafür der Rest des Games nicht. Je mehr ich die verschiedenen Sachen angeschaut habe, desto mehr habe ich mich davor geekelt. Hier habe ich von dem Spiel erfahren und einige Stunden später, der Charm war da. Ich finde das perfekt für mich, Free-to-Play. Ich hab nicht viel Geld, bin seit einigen Jahren krank, kämpfe jeden Tag, jede Woche mit dem Überleben. Von daher ist Free-to-Play das Beste, was mir passieren kann. Ich habe noch nie ein MMO gespielt, was Free-to-Play ist. Ich weiß nicht, war Arcage Free-to-Play, habe ich ein bisschen getestet. Also ich meine, keine Ahnung, wie genau das Endgame ist, aber wenn das Endgame so ausschaut, so wie das Level, dass du da deine Dailies machst, deine Solo-Dungeons machst, versuchst hochzupushen. Also wenn du versuchst in diesem einen Kampfdings da 50 Level hochzupushen, du hast in dem anderen deine Affix, dann musst du deine Runensteine erstellen. Also es ist halt teilweise doch auch so wie WoW, M+ oder so, alleine. Einfach alleine entspannt zocken. Und du kannst natürlich auch das Ganze in Gruppen machen. Später kommen dann Raids. Raids gibt es ja schon, aber nicht in dieser Version noch. Ist ja ganz gut. Genau. Free-to-play, wenn es nicht so Pay-to-Win wird. Ja, und wenn die halt irgendwas rausbringen, was da krass ist, ist mir doch scheißegal. Wenn ich Bock am Spiel habe, spiele ich halt einfach. Scheißegal, was dann kommt. Wenn ich Lust habe, hier zu chargen, Mobs zu kloppen, ein bisschen zu grinden, ein bisschen zu machen. Was tangiert mich, wenn jemand irgendwie welche Taschen oder irgendwelche Dachen kauft? Oder sich, keine Ahnung. Was weiß ich, Pads oder Mounts? Mir interessiert mich doch nicht. Soll er doch seine Mounts kaufen, seine Pads? Doch damit glücklich werden. Wenn ich in meinen Dungeons bin und im Bosskampf, bin ich da fokussiert und konzentriert und alles andere ist mir scheißegal. Da bin ich drin, versuche meine Skillung für den Boss anzupassen, sterbe 20 Mal, versuche es zu verbessern, zu verändern, komme nochmal zurück mit besserem Gear und dann ist der Boss auch down. Das ist das, was mir wichtig ist. Progress ist da. Ob jetzt irgendeiner PPger da nebenbei mit irgendwelchen Taschen oder Mount rumläuft oder es irgendwas gibt, interessiert mich ein Scheißdreck. Davon wird der Boss auch nicht langsam oder schneller tot. Alexa, Timer stopp. So, musst du nochmal kurz Minuten in die Küche und dann können wir frühstücken. Da können wir frühstücken, dann passt das. Also auf jeden Fall hat mich in NW abgeschreckt, dieses Farmen. Dieses Farmen, Farmen, Farmen. Ich habe mir so viele Streams nebenbei angeschaut, auch Videos und alles geguckt. Jedes Mal, wenn ich eingeschaltet habe, standen die in dem beschissenen Wald und haben Holz geklopft. Ganzen Regenwald haben die abgerodet. Immer. Jeden Tag mehrfach.
Und das machen wir schon im Real Life und das reicht doch. Hier ist es ganz geil. Jedes System, was du hier so ein bisschen hast, ist ein bisschen kontrolliert. Du kannst nicht eine Aktivität unendlich machen, außer Grind, das geht. Alle anderen Systeme sind so ein bisschen eingeschränkt, damit du nicht zu schnell einen Progress hast, um dann irgendwann zu sagen, du hast keinen Bock. Du kannst in WoW reingehen, du kannst 24/7 Plus laufen. Nach einer Woche oder nach ein paar Tagen wird er langweilig, weil du hast Full Gear und du hast keinen Challenge mehr. Das könntest du hier zum Beispiel nicht machen, was ich super finde. Dass nicht irgendeiner kommt und der einfach 24/7 irgendwas pusht und danach ist das Spiel langweilig für den. Und dann gehen die Spieler wieder. Lieber so ein bisschen kontrolliert alles machen, von jeder Aktivität ein bisschen was, das ist das Beste. Ich muss gerade essen, du. Ich muss gleich essen. Hab das letzte Mal um Mittag gegessen, gestern 12 Uhr mittags. Und es ist hier ein 24/7-Stream. Und es ist jetzt gleich Essenszeit. Ich habe noch was im Ofen oder an der Platte. Hole ich gleich und dann wird gegessen. Danach dann gerne. Wir haben um 8.46 Uhr haben wir 30 Tage Dauerstream. Und dann muss ich dann immer mal wieder kurz AFK essen, duschen, ein paar Sachen holen. Und jetzt ist Essen angesagt. Dann feiern wir gleich 30 Tage Party. Ich kann euch, wie ich schon gestern gesagt habe, leider nicht geben. Ich habe keine Keys, keine Giveaways, keinen Nick. Ich hab sowas nicht. Ich krieg halt nichts. Wenn ich irgendwas bekommen sollte, irgendwann mal, gebe ich euch alles. Ist mir scheißegal. Ich brauche nichts, ich brauche nur die Zeit. Und dass wir gemeinsam die begrenzte Zeit, die der Mensch hat, ist leider nicht unendlich die Zeit. Gemeinsam nutzen und Spaß haben. Gestern kam der Vorschlag, ich könnte ja einen Sub verschenken zum 30. Das kann ich machen, es ist halt ein bisschen schwach, aber ich habe halt nichts. Was soll ich machen? Ich würde euch so gerne so viel geben. Hier Keys, da Taschen, dajeniges, da Spiele, alles würde ich euch schenken. Ist mir scheißegal, ich brauche nichts. Wenn du 24/7, über 4 Jahre Schmerzen fühlst und du eigentlich keinen Bock mehr aufs Leben hast, sag ich mal, ganz hart, ist dir alles wurscht im Endeffekt. Nein, ich dusche immer vor einem Schaltjahr, Uwe. Immer vor einem Schaltjahr. Und ich glaube, dass nächstes Jahr Schaltjahr ist. Dann hätten wir den 29. Februar. Und das ist mir zu wild, deswegen muss ich da sauber ins Jahr reingehen. Sauber ins Schaltjahr. Das heißt, wenn ich jetzt dusche was haben wir? Oktober, bis dahin glänzt noch meine Stirn. Sehr, sehr viele, sag ich mal, dahingeschieden, aber ein bisschen habe ich was noch, Roffeldikopter. Aber es wird immer weniger. Ich rede jeden Tag darüber, das ist gar kein Problem. Ich teile auch mir meistens Gedanken mit euch, nehme euch selbst ins Bad mit, gehe mit euch duschen, aber ohne Cam. Ich sage euch, wie es mir geht, ich sage euch, wie ich mich wirklich fühle. Also ich habe 24/7 Schmerzen in den Füßen. Fühlt sich an wie dauerhaft Krämpfe, Muskelkater zeitgleich. Ich habe schwere chronische Entzündungen mit Muskelfaserrissen in den Füßen und jede Kleinigkeit, jede leichte Berührung oder auch nur so, dass die Füße überhaupt da sind, tun weh. Das lässt mich 24/7 Schmerzen im Pegel von 6, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 von 10 erleben. Jeden Tag. Deswegen auch oft ein hoher Puls. Kaum zur Ruhe kommen, kaum pennen und viele verschiedene Therapien und so eine Scheiße, hat aber alles nicht wirklich geholfen noch. Das ist die grobe Zusammenfassung. Ja, ich hab Schnupfen, spiel's hoch, Leute. Und ich versuche das Beste hier draus zu machen. Ich lag schon viele, viele Wochen im Bett, dass ich mich nicht bewegen konnte, mit Ultraschmerzen, vielen Tabletten, hab mir schon gewünscht, dass das endet. Von daher, ja, was ich die letzten Jahre gesehen oder durchgemacht habe, reicht mir auch soweit. Ich habe keine wirklichen großen Wünsche mehr, weil ich habe genug durchgemacht und genug gesehen. Ich würde mir einfach nur wünschen, noch einmal in meinem Leben eine Minute lang schmerzfrei. Einfach eine Minute und dann kann mich von mir aus der Sensenmann holen. Ich weiß nicht, ob der Puls momentan passt. Wenn ich mich hier viel bewege, ist halt die Uhr nicht wirklich richtig. Ich hatte gestern zum Beispiel war wieder ein komischer Tag, da ging es mir echt dreckig. Da hatte ich dann die ganze Zeit einen Puls zwischen 110 und 120 beim Sitzen, einen Ruhepuls. Cannabis-Therapie haben auch schon einige angesprochen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war CBD-Öl und kein Arzt hat noch irgendwie das kam auf die Idee, das zu fragen oder zu machen. Und mal schauen, vielleicht, ich habe schon so viele Therapien gemacht hier, Strahlentherapie, Stromtherapie, Wärmetherapie, Kältetherapie, Dingswellentherapie, wie heißt das, dieses Ultraschalltherapie. Also ganz, ganz viele Sachen, Tabletten genommen, dies, das, aber auf Cannabis kam jetzt noch niemand. Aber ich habe schon viel davon gehört, ich rauche nicht, ich trinke nicht, gar nichts. Da bin ich der bravste Mensch ever oder der dümmste, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mein Leben lang gesoffen hätte und geraucht hätte oder Drogen genommen hätte, würde es mir besser gehen. Gibt ja viele große Beispiele an Leuten, die das gemacht haben und ihnen geht es jetzt viel besser als mir im Social Media Bereich. Es wird jetzt bald legal bei uns, wa? Ja, einen speziellen Namen, chronische Entzündung?
Muskelfaserrisse, ich weiß nicht, ob das einen Namen bedarf. Weiß nicht. Das ist halt der Name. Entzündung. Muskelfaserrisse. Weiß nicht genau. Ob es da noch was zusammengefasst. Es gibt einen Oberbereich. Fußschmerzen. Fußkacke. Nürnberg habe ich gelesen. Nürnberg ist nicht weit von mir. Ich bin hier in München. Also ich habe, es gibt halt keinen Obernamen, sowas wie, keine Ahnung, wie Krebs oder sowas. Es gibt einfach hier chronische Entzündungen, das kann man halt überall haben. Am ganzen Körper. Mir ist es halt die Füße noch ein bisschen weiter höher und das lässt mich halt 24/7 leiden, was soll ich sagen? Bis zu dem Gedanken, dass ich schon viele komische Gedanken hatte. Jetzt ist das eine Essen fast schon fast kalt oder bevor das andere fertig ist. Warum ist denn Nürnberg so schwer? Also so schlimm für dich? Erlebst, hast du gemacht? Hast du die Stadt auf den Kopf gestellt und dann bist du weg davon oder was? So kann ich mir das bei dir vorstellen. Ist von mir, glaube ich, 200 Kilometer weit weg. Einfach die A9 hoch und fertig. Einfach die A9 hoch und gib ihm Abfahrt. Dann bist du aber auch nicht so weit weg von München hier, Kobi, oder? Wie weit bist du denn dann? Siehste? Nürnberg ist perfekt. Endlich mal jemand, der auch was für Nürnberg sagt hier. Das kann man ja nicht so sitzen lassen hier. Ja, Herzogenaurach, ja. Ich war zwar noch nie persönlich da, aber ja. Jetzt, wie sagt man so schön, vom Hören sagen. Oder wie du gesagt hast, hier die Stadt von den beiden Sportarten-Brands. Schlechthin. Da lebt ein Ex, sagst du? Und... Also in Herzogenaurach, nicht in Nürnberg, schätze ich mal, sonst würdest du nicht sagen Beste. Herz. Dann lebt jetzt Kobi in Herzi. Beste. Wie gefällt es dir so in Herzi? Okay. Dann ist das ein Mensch und nicht nur eine Abkürzung.